Hallo Creepy Smalltalk, ich bin ein Zuschauer von dir. Bei deinen Geschichten ist mir dann wieder etwas eingefallen, dass mir vor ein paar Jahren etwas passiert ist. Etwas Paranormales in meiner Welt. Ich denke, es ist vor circa 2 Jahren passiert. Ich habe mir auf meinem Handy Minecraft heruntergeladen und wollte ganz normal im Kreativmodus spielen. Also habe ich eigentlich nur gebaut. Ich habe eigene Inseln von Hand gebaut. Auf eine Insel war ich besonders stolz. Sie war sehr groß und ich baute darauf ein Dorf. Ich war eigentlich fertig mit der Welt und ging offline. Eine Woche später kam ich wieder, um mir alles anzuschauen. Ich fand in der Mitte des Dorfs ein Netherportal, doch ich habe den gar nicht gebaut. Ich war zwar sehr verwirrt, aber es machte mir nichts aus. Ich hatte die Idee reinzugehen. Doch als ich das Netherportal betreten wollte, starb ich auf einmal. Nachdem ich respawnte, kam ein merkwürdiger Minecraft-Befehl von einem Spieler namens CPR 348. Dieser Befehl hatte irgendwas mit Wasser zu tun. Also flog ich zum Dorf und stellte fest, dass das ganze Dorf unter Wasser war. Die ganzen Häuser waren geflutet. Ich wurde dann von CPR 348 in eine Wüste teleportiert und er schrieb: "Ich beobachte dich." Als ich einen Screenshot von ihm machte, stürzte mein Handy ab und das Bild war weg. Aber er hatte einen Steve Skin mit der Mischung eines Schweins. Er war genau gleich groß wie ein normaler Spieler. Ich bin nochmal in die Welt gegangen und wurde direkt gebannt, für 7 Tage. Und wenn man überlegt, es war eine Singleplayer-Welt. Außerdem war das meine Welt. Ich wurde meiner eigenen Welt gebannt. 7 Tage später war ich wieder drauf und anstatt meinen Skin zu sehen, hatte ich den Skin von CPR 348. Es war aber friedlich, es schien so, als wäre die Person weg. Ich flog zum Dorf, aber das Wasser war mittlerweile Eis geworden. Ganz oben stand aber ein Netherportal. Ich ging dummerweise wieder rein und ich war in einem Schneebiom gelandet, anstatt im Nether. Dort stand wieder CPR 348 und vor ihm war ein Schild mit Zahlen. Es sah so aus, als wären das Binärcodes. Also googelte ich nach ihnen und übersetzt hieß es: Tod. Ich schrieb, warum er das alles gemacht hat und wer er überhaupt ist, doch er antwortete nicht. Plötzlich passierte eine gewaltige Explosion. Es war keine normale Minecraft-Explosion wie von TNT. CPR 348 ist vor meinen Augen explodiert und es entstand ein riesiges Loch, das sogar über tausende Blöcke groß ist. Aber bevor ich mir das weiter anschauen konnte, ging mein Handy aus und es ging auch nicht mehr an. Mein Handy war kaputt. Ich habe es reparieren lassen und es hat 3 Tage gedauert. Als ich dann nach Hause angekommen bin, fand ich eine neue App auf meinem Handy. Doch ich hätte sie lieber nicht öffnen sollen. Das einzige, was man sah, war der Skin von CPR 348 und ein lautes Schreien. Die App wurde dann von meinem Handy blockiert und deinstallierte sich. Ich bekam danach eine SMS von einer unbekannten Nummer, in der nur drin stand: "Lösch Minecraft." Ich tat es also und ab dann ist nichts mehr passiert. Bis heute ist mir das ein Rätsel, wer CPR 348 ist. So, das war's mit der Geschichte. Liebe Grüße an PLP Foxy, der hatte die Idee für diese Geschichte. Ich habe sie natürlich auch ein wenig geändert, aber es war seine Idee. Abonniert gerne, denn fast 70% meiner Zuschauer haben noch nicht abonniert. Das würde mich sehr unterstützen, genau wie eine Bewertung. Und ja, das war's mit dem Video. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.